Um den Wetterballon zu verschließen, haben wir euch hier erstmal alle Sachen mitgebracht, die wir brauchen. Zum einen natürlich erstmal den Wetterballon an sich, den haben wir hier erstmal ausgebreitet. Das ist der Wetterballon 200 und erstmal so exemplarisch das kleinste Modell. Dann brauchen wir, um den Ballon hinterher zu verschließen, einmal Kabelbinder, eine Zange, um die Kabelbinder ein bisschen zu kürzen, Panzertape, um den Ballon nochmal zu verschließen und das Ganze zu umwickeln und natürlich, um die Verbindung dann vom Wetterballon zum Fallschirm herzustellen, hier die Spezialschnur. Und damit man nicht irgendwie am Ballon hängen bleibt, irgendwie mit einem Ring oder so, oder mit einem Fingernagel, haben wir hier so ein paar Handschuhe und die zieht man sich vorher einmal über und dann geht es halt daran, den Ballon zu befüllen. Dazu haben wir hier unten so ein Ventil und dieses Ventil, da ist das Naturkautschuk-Latex-Gemisch des Wetterballons ein bisschen dichter, ne, als hier. Hier muss es sich auch wirklich ausdehnen auf das Vielfache seines Volumens und hier wird dann später der Schlauch reingesteckt von der Heliumflasche und so kann dann der Wetterballon mit der berechneten Gasmenge befüllt werden. So, wenn man den Schlauch dann jetzt hier in das Ventil eingeführt hat, dann drehe ich jetzt einfach mal hier die Heliumflasche auf und starte mit dem Befüllvorgang. Wir machen das einfach jetzt mal so ein bisschen exemplarisch, dass der Ballon einfach mal so ein bisschen schwebt, um zu zeigen, wie das Ganze denn funktioniert. Ja, wir haben da jetzt nichts Bestimmtes, was wir unten dranhängen. Wir wollen es jetzt einfach nur mal zeigen, wie das Verschließen funktioniert. Ich habe mir dazu meinen Assistenten Marv reingeholt. Der hilft mir so ein bisschen, den Ballon festzuhalten. Und wie gesagt, das Ganze hier ist jetzt so unser kleinster Ballon, der Wetterballon 200. Ja, der kann bis zu 200 Gramm tragen und ist eigentlich so für Radiosonden gedacht. Manche Leute benutzen diesen Wetterballon auch für Kunstprojekte. Und wir wollen einfach mal zeigen, wie das mit dem Befüllen funktioniert. Ja. So, jetzt sieht man auch schon, ist schon ordentlich was drin in diesem Wetterballon. Und dieses Naturkautschuk-Latex-Gemisch ist wirklich so dehnbar und flexibel, dass der Ballon wirklich auf das Vielfache seines Volumens ausgedehnt werden kann. Und wir lassen hier jetzt nochmal einfach mal so ein bisschen was reinfließen. Und man muss hier unten halt darauf achten, dass man mit den Händen gut den Schlauch hier zusammendrückt, damit hier unten aus dem Ventil kein Helium entweichen kann. So, und ich würde sagen, hier als Beispiel reicht das jetzt erstmal. Wir haben jetzt hier genug reingefüllt. Ich drehe hier unten die Flasche zu. Wenn der Ballon dann mit der entsprechenden Heliummenge gefüllt ist, zieht man ganz vorsichtig hier den Schlauch raus und muss natürlich aufpassen, dass der Ballon, der auch schon ordentlich Zugkraft hat, nicht abhaut. Also langsam hier vorsichtig den Schlauch rausziehen. So, und jetzt haben wir hier ja das Ventil und am oberen Ende, wo das Ventil noch dicker ist, ne, wo dieses Naturkautschuk-Latex-Gemisch noch ziemlich dick ist, gehen wir jetzt hin und mit einem Kabelbinder und schnüren den oben drum. So. Und verschließen den wirklich schön dicht so, und kneifen dann das Überschüssige vom Kabelbinder ganz vorsichtig mit einer Zange ab und dabei wirklich aufpassen, dass weder die Zange noch hier diese, ich sag mal, scharfe Kante in den Ballon kommt. Deswegen nutzen wir jetzt das Panzertape und kleben das Ganze einmal ab. Also kleben einfach mal so ein Streifen hier drumherum, dass da auch wirklich nichts schief gehen kann. Reißen das Ganze ab. Und dann machen wir das ganze Spiel einfach nochmal am unteren Ende des Wetterballons. Auch wieder schön den Kabelbinder drum, möglichst weit unten so, schön dicht ziehen. Und damit nehmen wir wieder die Zange und kneifen den Überschuss ab. Und auch hier wieder das gleiche Spiel, dass die scharfe Kante vom Kabelbinder nicht in den Ballon stechen kann. Einmal umkleben. Und wenn wir das jetzt alles hier verklebt haben, dann nehmen wir jetzt die Spezialschnur, um die Verbindung zum Fallschirm herzustellen und knoten das Ganze jetzt einfach mal zweimal hier in der Mitte um den Wetterballon und fangen dann an und machen da ordentlich Knoten rein. Und lieber zwei, drei Knoten mehr als zwei, drei Knoten zu wenig, damit halt auch die Verbindung zum Fallschirm hält. So, machen wir das letzte Mal hier exemplarisch einen noch rein. So. Und wenn das Ganze dann entsprechend verknotet ist, die Schnur nach unten zeigt zum Fallschirm, nehmen wir jetzt hier dieses Ende und klappen es hoch, dass man halt wirklich so ein U hinbekommt. Ja? Also hier so diese U-Form. Und nehmen jetzt noch einen dritten Kabelbinder, den wir dann wiederum hier um dieses umgeklappte Ventil ziehen und schön
festziehen. Und wir schneiden das Ganze natürlich wieder ab, wie vorhin auch. Und umwickeln zum Schluss das Ganze nochmal mit Panzertape, dass auch wirklich keine scharfe Kante die Hülle des Wetterballons verletzen kann. So, der Wetterballon ist jetzt fertig befüllt. Wir haben jetzt auch hier unsere Schnur dran geknotet. Und jetzt geht es im nächsten Schritt darum, wie man den Fallschirm, den wir jetzt hier haben, mit dem Wetterballon verbindet. Wir haben hier am Fallschirm oben, so im Prinzip so ein Kreuz, das kann ich mal hier so zeigen, so vier Schnüre. Und diese vier Schnüre werden jetzt gleich mit dieser Spezialschnur hier verknotet. Da es sich ja jetzt wieder nur exemplarisch um einen kleinen Ballon handelt, wollen wir jetzt auch hier nicht 4, 5, 6, 7, 8 Meter Spezialschnur zwischenspannen, sondern wir nehmen jetzt hier nur circa mal einen Meter, um euch das ein bisschen zu zeigen. Und ich schneide das Ganze jetzt hier unten einfach mal ab und verknote jetzt das Ende, was vom Wetterballon kommt, hier oben an dem Kreuz mit dem Fallschirm. Und mache da auch ordentlich Knoten rein. Also wirklich an Knoten darf man hier bei diesem Projekt keinsterweise sparen. Und mal hier 3, 4, 5 Knoten machen wir jetzt einfach mal rein. So, dann hält das Ganze hier oben. Also jetzt haben wir die Verbindung vom Ballon zum Fallschirm. Und hier unten am Fallschirm sind mehrere Schnüre. So. Und haben wir hier unten noch so ein paar Schlaufen. Und diese Schlaufen legen wir jetzt einfach mal so ein bisschen übereinander. So. Zack, dass wir hier so eine Schlaufe haben. Und machen jetzt hier mal so einen allgemeinen Knoten rein. Weil wir ja jetzt die Verbindung zur Sonde schaffen möchten. Und auch hier wieder 5, 6 Knoten reinmachen. Und noch einen. Das Ganze hält soweit. Ja, zusammenfassend haben wir jetzt hier oben den Wetterballon und haben hier unsere Spezialschnur dran geknotet, die dann hier unten zum Fallschirm führt. Wie gesagt, das Ganze ist nur exemplarisch, deswegen hier nur ein Meter, ein echtes deutlich länger. Und hier oben am Fallschirmkreuz festgemacht. Dann haben wir hier die Fallschirmschnüre mit diesem insgesamten Knoten, den wir hier unten dran gemacht haben. Und hier kommen dann so um die 10 Meter der Spezialschnur unten dran, die dann zur Sonde führt. Und wie das Ganze dann mit der Sonde und dem Profi-Set aussehen kann, das zeigen wir euch im nächsten Video.